Dem aufmerksamen Beobachter dürfte nicht entgangen sein, dass der DAX seit einigen Tagen schwächelt. Warum tut er das? Weil seit einigen Tagen klar ist, dass die deutsche Industrie weiter absackt. Im Grunde ein weltweites Phänomen, was aber in Deutschland besonders ausgeprägt ist durch unsere hohen Energiekosten. Und das wiederum hat offenkundig amerikanische Investoren veranlasst, jetzt die Reißleine zu ziehen. US-Investoren sind ja praktisch die Inhaber von 60% des DAX. Daher nach dem Erreichen des Allzeithochs des DAX jetzt doch deutliche Schwäche, nachdem die Tech-Werte in den USA dennoch weiterlaufen. Aber auch der Dow Jones läuft nicht mehr so richtig gut. Das heißt, wir sehen Industriewerte, die sind derzeit schwach. Und jetzt sagen sich viele Investoren, ach weißt du, wenn Industrie schwach ist, dann kaufen wir Tech, weil das ist der sichere Hafen. Und das ist ein Irrtum, denn diese großen Tech-Werte, das sind Zykliker geworden inzwischen. Das heißt, die laufen gut normal. Die Umsätze der Unternehmen und Gewinne der Unternehmen laufen gut, wenn die Wirtschaft gut läuft, und sie laufen schlecht, nämlich die Umsätze und Gewinne, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Also ist, glaube ich, denke ich, diese ganze Tech-Manie früher oder später zum Scheitern verurteilt, denn die Erfahrung zeigt, die Geschichte zeigt, dass wenn die Industrie nach unten geht, der Dienstleistungssektor, der ja derzeit zu boomen scheint, früher oder später folgen muss, weil in der Industrie wird das große Geld verdient, in der Industrie sind die hochbezahlten Jobs, und wenn die verloren gehen, dann wird das auch bei den Dienstleistern ankommen. Diese Dienstleister wiederum kaschieren die Schwäche der Wirtschaft. In den USA etwa bei der Berechnung des BIPs ist Dienstleistung mit 80% gewichtet, Industrie nur mit 20% oder Gewerbe. Dementsprechend täuschen die Zahlen darüber hinweg, dass eigentlich der entscheidende Sektor, da wo das Geld verdient wird, schon praktisch nach unten zeigt. Und damit zeigen aus meiner Sicht diese beiden Indizes, nämlich der DAX und der Dow, die im Herbst ja praktisch die Rallye maßgeblich getrieben haben, viel stärker waren als die Tech-Aktien zunächst, dass die jetzt schon nach Süden weisen, zeigen eine bevorstehende Trendwende. Gucken wir uns zum Beispiel mal den Dow Jones an, der anders als der DAX ja kein neues Allzeithoch erreicht hat. Aber wir sehen hier im Herbst diese Erholung von 28.700 Punkten um und bei in Windeseile in wenigen Tagen auf über 34.000 Punkte, über 34.400. Also das sind schon gewaltige Bewegungen gewesen, 6.000 Punkte um und bei in wenigen Tagen. Seitdem geht es stagniert es mit leichter Abwärtstendenz, sodass der Dow Jones insgesamt seit Jahresbeginn sogar im Minus ist mit 1%, während der Nasdaq 27% im Plus ist, der S&P 8%. S&P Equal Weight, also wo alle Aktien gleichgewichtet sind, minus 1%. Jetzt gucken wir uns mal den DAX an. Hier kurz nochmal ein neues Allzeithoch erreicht und dann booms diese rote Kerze. Die ist dicker als die Aufwärtskerze, die wir vorher nochmal gesehen haben zu diesem Aufwärtshoch. Das ist wahrscheinlich ein Fehlausbruch auf der Oberseite gewesen, der jetzt dann nach unten korrigiert werden wird. Und wir sehen hier den Change in Motion Indikator von Ron Walker. Der zeigt, dass hier wohl Ende im Gelände ist. Wir sehen hier der DAX punktgenau an Trendlinien abgeprallt. Und jetzt kommt dazu, dass Deutschland in der Rezession ist, aber die EZB dürfte die Zinsen nochmal weiter anheben. Und wie gesagt, dass Deutschland in der Rezession ist, das ist sehr, sehr wohl bemerkt worden in den USA, zum Beispiel CNN etwa mit der Schlagzeile: Deutschland fällt in die Rezession, weil die Konsumenten weniger ausgeben. Und klar, das sind eben die vielen, die nicht so viel Geld verdienen durch die Energiekosten, mehr oder weniger an den Rand gebracht werden. Wer hat das kommen sehen? Das ist eben der Punkt. Noch vor kurzem DAX-Allzeithoch, deutsche Wirtschaft, doch alles toll. Und jetzt sehen wir, nein, wir werden jetzt sozusagen die Folgewirkungen all der Fehler, auch die politisch gemacht wurden, in der Energiepolitik ausbaden müssen. Und was sind die Gründe für den DAX-Einbruch? Ja, schauen wir uns nur mal etwa den Vergleich an zwischen der Eurozone und den USA, was die Economic Surprises angeht, also wie stark die Abweichung von der Erwartung war. Und wir sehen, während die USA deutlich besser dastehen, geht es mit den Konjunkturdaten in der Eurozone sehr deutlich nach unten und besonders deutlich nach unten eben bei der deutschen Industrie. Kommen wir to the markets, meine Damen und Herren. Wir sehen hier 7 Aktien gestern, die für 112% Performance des S&P gesorgt haben. Also ohne diese Aktien, ohne diese 7 Aktien wäre der S&P im Minus, der insgesamt ja plus 0,88% zugelegt hat, während der Dow Jones gestern verloren hat und der Nasdaq 100 fast 2,5% gewonnen hat. Nvidia alleine 60%, Microsoft und Google dann noch obendrauf. Warum? Weil eben KI, während der Apple zum Beispiel
offenkundig nicht im KI-Sektor gesehen wird. Dementsprechend denke ich, dass da für Apple Probleme entstehen, aber Apple dann gestern auch ein bisschen im Plus. Jedenfalls sind es diese wenigen Werte gewesen, die das Ganze nach oben gezogen haben. Russell 2000, Nebenwerteindex, guter Indikator für die wirkliche Konjunktur in den USA, weil sehr auf den Binnenmarkt fokussiert, deutlich im Minus. Hier sehen wir nochmal die Heatmap. Da sehen wir vor allem Nvidia, natürlich Google, Microsoft, aber viele rote Werte. Also vieles ist da gefallen. Es sind auch gestern wieder deutlich mehr Aktien gefallen als gestiegen. Wir sehen den Nasdaq 100 mit so einem sogenannten Exhaustion Gap, also Übertreibungsgap. Dann Booms, negative Divergenzen, überall an die obere Trendkanalbegrenzung angestoßen. Und hier unten in diesem Chart mal dieses Auseinanderklaffen zwischen dem Nasdaq, der weiter steigt, und den Renditen, die weiter steigen. Da sehen wir den TLT, das sind praktisch ein ETF auf länger laufende US-Staatsanleihen. Wenn deren Kurse fallen, dann steigen die Renditen. Dementsprechend geht das nach unten, sodass sich diese Schere sehr stark aufgemacht hat. Normal heißt steigende Renditen eigentlich nicht gut für Tech. Derzeit ist da etwas sehr Seltsames im Busch. Und hier nochmal die Marktbreite. S&P 500 und die Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt weiter nach unten gehen. Nur noch 32% handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt, 68% nicht. Das heißt, wir sehen hier keinerlei breite Rallye auf breiter Front und dementsprechend der Breath, also die Marktbreite, so schwach wie seit 1999 nicht mehr. Und noch ein Rätsel neben den Anleiherenditen, eben auch der Dollar stark, die Anleiherenditen steigen und der Nasdaq steigt. Normal, wie Sie sehen hier in der Vorgeschichte, ist das parallel, also steigender Dollar und steigende Renditen nicht gut für Nasdaq. Fallender Dollar, fallende Renditen gut für Nasdaq. Derzeit ist das anders. Das ist sozusagen das Confusing Triangle, wie das hier ein Twitter-Account bezeichnet. Und hier nochmal Nvidia, die praktisch für diese Bewegung zuständig war. Wir sind dann mit fast 200 Milliarden Dollar Zugewinn an Marktkapitalisierung. Das ist der größte Zugewinn ever, weil man die Umsatzprognose für das nächste Quartal höher hatte als erwartet. Mal sehen, ob das in irgendeiner Form, ob diese Blase, wie lange die sich aufrechterhalten kann. Jedenfalls merken wir uns mal die Zahl 200 Milliarden, denn das ist etwas mehr als Cisco an Marktkapitalisierung hat oder als Firmen wie AMD, Nike oder sogar Disney oder Netflix. Wir sehen also, dass gestern Nvidia mehr Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat als 472 Aktien innerhalb des S&P überhaupt auf die Waage bringen. Und manche sagen ja Short Squeeze. Nein, wir haben ein sehr, sehr geringes Volumen an Short, das Short gehalten wird im Free Float der Aktien, nämlich nur 1,6%. Das ist nicht viel, das war schon mal deutlich, deutlich mehr. Also es sind bald keine Shorties mehr da, die man da squeezen kann. Und jetzt nochmal der Vergleich. Wir erinnern uns, 200 Milliarden Dollar Zugewinn an Marktkapitalisierung. Und jetzt, und da schlagen wir den Bogen zu dieser ganzen Schuldenobergrenzen-Thematik, hat Janet Yellen noch 49 Milliarden Dollar in ihrem Account. Das heißt, Nvidia hat gestern das Vierfache gemacht dessen, was die Amerikaner jetzt noch an Geld ausgeben können. Das muss man sich mal vorstellen. Da stimmt doch irgendwas nicht in der Relation. Hier sehen wir das. Die Cash Balance ist jetzt auf 49,5 Milliarden Dollar gefallen. Es wird also ziemlich eng. Am 1. Juni müssen über 100 Milliarden Dollar bezahlt werden an Medicare, Medicaid, also so Sozialleistungen, wenn man so will, und noch ein paar andere Dinge auch. Und wenn wir schon mal von Nvidia gesprochen haben, nochmal der Bogen zurück zu Nvidia. Cassie Wood, meine zweitbeste Freundin, hatte ja auch Nvidia, hat diese Aktie aber deutlich dann abgestoßen, mehr oder weniger am Tief. Das kann passieren. Das Problem, das ich bei Cassie Wood sehe, sie will ja eigentlich die Disruptoren, also die revolutionären Firmen irgendwie spielen und predigt die ganze Zeit. Und da Nvidia, zumindest wird es so vom Markt wahrgenommen, ob Nvidia das wirklich ist, das wird sich noch zeigen. Jedenfalls hat sich Nvidia dann deutlich besser entwickelt als ARK Innovation. Hier sehen wir das nochmal, wie das jetzt auseinandergedriftet ist. Klar, Nvidia ist die totale Übertreibung, aber es ist doch ein bisschen beschämend für jemanden, der permanent von disruptiven Technologien spricht und er hat die im Depot, nämlich Cathie Wood, dass sie da sozusagen kein gutes Timing bewiesen hat. Schuldenobergrenze, wieder der Bogen zurück, meine Damen und Herren. Sie sehen, heute geht es karussellmäßig hin und her. Weißer Rauch übers Wochenende, so hat die Commerzbank getitelt.
Jüngsten Medienberichte schüren Hoffnungen, dass eine Einigung im Schuldenstreit bevorsteht. Da bin ich mal gespannt. Wenn es so kommt, dann dürften fiskalische Vereinbarungen getroffen werden, die dann konjunkturbremsend wirken werden. Hier sehen wir etwa mal Emerging Debt Deal would raise limit. Das Ganze für 2 Jahre wohl mit Ausgabenbegrenzungen. Schwamm drüber. Ich denke, die ganze Geschichte wird viel, viel komplizierter. Die Republikaner haben kein Incentive, keinen Anreiz, jetzt schon in den Sack zu hauen und zu sagen, na gut, machen wir mit. Die Trump-Fraktion bei den Republikanern, die derzeit dominiert, wird das viel schwieriger machen. Wir werden sehen, ob ich recht behalte, aber wie oft haben wir schon gehört, Deal steht unmittelbar bevor. Was ist passiert? Nach wie vor nicht. Also wieder dieses Spiel. Wir haben einen Deal, wir sind optimistisch, wir sind kurz davor, wir haben keinen Deal, wir sind pessimistisch und dann geht die Schleife wieder von vorne los. Aber die Zeit wird knapp eben, weil die gute Janet kaum mehr Geld in der Tasche hat. Hier sehen wir jetzt auch, dass diese Rettungstöpfe für die US-Banken wieder auf neue Rekorde angestiegen sind. Das heißt, mit anderen Worten, wir sehen, dass wieder Geld in die Geldmarktfonds geflossen ist, nämlich 14 Milliarden Dollar. Die haben jetzt 5,342 Billionen Dollar. Heute kommen ja dann die Zahlen zu den Bankeinlagen. Die dürften dementsprechend weiter gefallen sein. Das heißt, eigentlich geht der Bankenstress durchaus weiter, weil weiter Geld abgezogen wird von den Banken. Wir sehen auch, dass die Bilanzsumme der Fed wieder um 20 Milliarden Dollar gefallen ist. Die ist ja seit Wochen rückläufig. Wir hatten ja diesen Anstieg infolge der Rettungsmaßnahmen für die Banken in der Bankenkrise. Jetzt sehen wir, es geht wieder deutlich nach unten und insgesamt werden wir so oder so jetzt einen Liquiditätsentzug sehen, denn wenn die Schuldenobergrenze wirklich, wenn dieser Deal wirklich erreicht wird, dann wird Janet Yellen, wird das Finanzministerium sehr schnell sehr viele Anleihen auf den Markt bringen, die dann in Konkurrenz, in Liquiditätskonkurrenz zu anderen Assets gehen. Wir haben einen Supply Shock, ein T-Bill Supply Shock. Also wir haben praktisch ein unglaublich starkes Angebot, was da auf den Markt kommt. Und wenn viel Angebot ist dann und nicht so viel Nachfrage, was passiert dann? Dann muss man gute Preise bieten, gute Renditen bieten. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass dann die Renditen für Staatsanleihen weiter steigen. Wir sehen, dass das Quantitative Tightening der Fed weitergeht. Wir sehen, dass eben diese Geldströme weiter in die Geldmarktfonds gehen, also raus aus Bankeinlagen. Wir sehen, dass langsam eben auch diese Liquidität, die man in der Pandemie und den ganzen Rettungsmaßnahmen angesammelt hat, dass die jetzt bald ablaufen. Ein wichtiger Punkt ist, es dürften auch bald dieses Moratorium für Student Loans auslaufen. Also wenn man Kredite genommen hat als Student, und das haben viele, viele Millionen Amerikaner, die sitzen auf ganz hohen Beträgen, Schuldenbeträgen. Wenn da dieses Moratorium endet, dann dürfte das den Konsum belasten. Und dann in Europa werden jetzt Anfang Juni die Telcos zurückgezahlt durch europäische Banken und dann auch in diesem APP-Programm. Das heißt, wir sehen einen gewaltigen Flow raus aus Banken, weg, also die Liquidität wird deutlich, deutlich abnehmen. Wir haben jetzt gesehen, und das war Thema auch meines gestrigen Marktflüsters, dass die Zinserwartungen sich deutlich geändert haben. Jetzt ist sogar die Möglichkeit einer Zinsanhebung im Juni wieder auf dem Tisch. Wir bekommen heute jetzt die Daten aus April, das ist natürlich schon ein bisschen her, PCE-Daten, Personal Consumption Expenditure, Daten, auf die Fed besonders achtet, die ihr eigentlich wichtiger sind als die CPI, also die Consumer Price Index Daten, auf die Märkte stärker achten. Aber das 14.30, das wird wichtig heute, das sollten wir beachten, dahin gucken. Wir berichten bei Finanzmarktwelt um diese Zeit. In Deutschland dagegen sind die Preiserhöhungen flauen ab im Einzelhandel und Nahrungsgenussmittelbereich. Geht es auch zurück, wenngleich auf sehr, sehr hohem Niveau. Also die Pricing Power der Unternehmen scheint so langsam abzunehmen. Abschließend noch 2 Hinweise. Schuldenobergrenze, Deal rückt näher. Hier die neuesten Informationen, wie der Stand der Dinge derzeit ist. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Jetzt wird es brenzlig für den DAX. Die Bullen müssen bestimmte Marken verteidigen. Also 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.